einer Kneipentour in der Nacht vom 24. zum 25. November sehen drei Jugendliche Katrüts neben einer Telefonzelle an der Mensa liegen. Sie nehmen sich Baumstützpfähle, schlagen und treten auf ihn ein. Zunächst lassen sie von ihm ab, treten dann aber erneut auf ihn ein, denn sie haben Angst, ihr Opfer könnte sie anzeigen. Der Katrüt erlitt schließlich seine Verletzungen. Während der Gerichtsverhandlung nannte einer der Täter als Motiv: zu einer Bibels lege dem deutschen Steuerzahler auf der Tasche. Auch wollten sie ihm eine Lektion erteilen. Dabei hätten sie ihn leider totgehauen. Das Rennen mit dir lässt sich auf der Straße. Gericht und Verbrochen und wie sie zu fern. Doch man kümmert sich nicht drum, man geht vorbei. Bei uns sind nur das eigene Begehr. Der Obdachlose bei mir vor der Türe. Er bettet schon seit Tagen für etwas Geld. Ihm plagt der Hunger, zudem ist er auch noch krank. Doch er wird nicht mehr in dieser Welt. Es war eine lange Zeit, es war dir klar. Und du wusstest Bescheid. Und trotzdem warst du nicht bereit. Es ist deine Pflicht, sagst du letztendlich dem O.N. Gericht. Hilfe erwarten brauchst du nicht. Neulich hattest du mal einen Unfall und du schriest laut um Hilfe in der Not. Der Krankenwagen fuhr vorbei zu dem Mann und die Polizei, denn Hilfe war noch nie ein Erstgebot. Vor der Himmelspforte hin, da triffst du Petrus. Du fliehst ihn an, er lässt ihn nicht hinein. Er sagt nichts, liebe hin und her, du hast die Dinge kalt, darum der Ecke in der Hilfe und Schwein. Es war eine lange Zeit, es war dir klar. Und du wusstest Bescheid. Und trotzdem warst du nicht bereit. Es ist deine Pflicht, sagst du letztendlich Game Over Gericht. Hilfe erwarten brauchst du nicht.